Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rocket League. Okay, das fängt schon mal nicht gut an. Ja, wieder eine weitere Folge Rocket League. Und ich habe diese Folge mal einfach ein anderes Auto genommen und ein anderes Design genommen, also von Reifen und so weiter, weil ich euch natürlich auch mal ein bisschen alles hier zeigen will, was man hier so alles machen kann in dem Spiel, auch von den Autos her, vom Designer und so. Ich meine, einfach mal ein bisschen Abwechslung in das Spiel reinbringen, in die Folgen reinbringen. Und da dachte ich mir einfach mal ein anderes Auto nehmen. Falls euch das nicht auffällt, wollte ich es einfach mal gesagt haben. So. Bevor ich es wieder vergesse. Ah, komm schon, jawohl! So. So, da ist auf jeden Fall schon mal das 1:0 für unser Team. Alter, wie der Dach in die Luft gegangen ist, what the fuck? What the fuck? Haben wir. Okay. Schon mal das 1:0 sehr früh. So, schon mal hier direkt den Booster holen. So. Okay, das fängt zumindest schon mal gut an für unser Team. Oh nein, 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 nein. Oh Gott! Nein! Alter, war der knapp. Alter, war der knapp. So, ab Richtung Tor, so. Na, no, schade, schade. So. Was machen die denn da? Okay, alles klar. Ich habe jetzt leider keinen anderen Turbo-Dingens genommen. Ich habe immer noch dieses Konfetti hinten. Also diesen Turbo hier, genau. Hätte ich auch einen anderen nehmen können, habe ich irgendwie vergessen. Mache ich nächste Runde auf jeden Fall. Weil auf Dauer ist das auch irgendwie dann langweilig, wenn man immer nur das gleiche hier im Spiel benutzt. Alter! Nein! Oh Gott. Na. Er kommt Richtung Tor, nicht gut. Ich bleib ein bisschen dev, ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich bleib immer ein bisschen zurückhaltend oder zumindest dev, damit ich in der richtigen, im richtigen Moment den Ball treffen kann und damit ab ins Tor. So, also dann in der richtigen Situation den Ball ins Tor semmeln kann. So wie gerade eben, ja. Das ist immer so meine Taktik. Manchmal gehe ich auch einfach nur manchmal gehe ich auch einfach nur drauf, einfach nur draufballern ohne Ende, aber manchmal da denke ich mir einfach, mal ein bisschen def, mal ein bisschen verteidigen auch. Oder manchmal auch ein bisschen verteidigen oder manchmal einfach nur auf den richtigen Moment warten. So, weg damit. Ah, geht da rein, geht da rein. Geht da rein. Oh nein! Oh, komm schon! Nein! Latte, oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's gar nicht, ey. Weg damit! So. Und geht da rein! Jawoll! Und damit das 3:0. Leute, wir haben schon 3 Tore, what the fuck? Wann haben wir denn? Hab ich alle. Ich hab doch nicht. Ich hab alle 3 gemacht! Wann hab ich das denn gemacht? Ich dachte, wir haben nur 2 Tore gemacht. Lol, ich bekomme gerade gar nichts mit. Ich dachte, wir haben jetzt 2 Tore. Egal, 3 Tore sind auch gut, okay. Alles klar. Bin ich auch mit zufrieden. Oh, sorry. Ah, komm schon. Ah, komm. Jawoll! Und damit das 4:0. Okay. Wir sind gerade leicht am Gewinnen. Sieht auf jeden Fall gut aus für unser Team. So. Oh Gott, nein. Oh, war der knapp. Oh, weg damit. Fick Tomüt.
Oh nein, 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 der kullert Richtung Tor. Nein. Jawohl, jawohl. Das war doch auch schön von dem Teammate. So. Oh nein, verfehlt. Nein. Komm schon, jawohl. Noch eine Minute. Der geht rein, oder? Nice. Ich glaube, man kann ja auch genau, man kann mit den Tasten 1, 2 und 3 kann man ja so mit den Zahlen hier auf der Tastatur kann man auch die ganzen Dinger hier sagen. Also hier zum Beispiel Danke und so. Die ganzen Chat-Dinger da oben links kann man da einfach so, ne? Falls jemand nicht weiß, wie das geht. Ich hab's auch erst heute herausgefunden. Wusste vorher auch nicht, wie das geht. Aber ich benutze Teile auch fast nie eigentlich. Und das 6:0. Jawohl. Sieht nicht schlecht aus. Die Runde sieht zumindest besser aus als die letzten beiden Runden. Ist hier nicht irgendwo ein Booster doch da? Oh nein, 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 nein. LOL! Oh, schade. Einfach mal alle drauf aufs Tor, auf den Ball, Alter. So. So, und eins und vorbei, Gewinner Blau. In der Runde haben wir doch schon gewonnen. Und neue Reifen freigeschaltet. So. Auch 4 Tore sind auf jeden Fall nicht schlecht. Das war nochmal eine gute Runde. Oh, ich weiß nicht, 5 Minuten, ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, ob 5 Minuten für euch immer so nicht zu kurze Folgen sind. Ich glaube, ich gehe auch mal kurz heraus aus dem Game, weil. Keine Mucke. Ich mal. Oder ja, gut, okay. Okay, gut, weil die Folge nur 5 Minuten geht, kann ich euch noch mal kurz hier. Ich glaube, das habe ich schon in der ersten Folge gemacht. Aber trotzdem, ich kann euch hier noch mal ein bisschen hier den Kram mit zeigen. Für die erste Folge nicht gesehen haben. Hier sind zum Beispiel verschiedene Autos. Also hier gibt es halt so verschiedene Bereiche, die man so freischalten kann. Also hier zum Beispiel die Autos, hier gibt es verschiedene Autos und da steht auch, wie viele Siege man schon damit hat. Hier zum Beispiel, damit habe ich schon 8 Siege, damit 14, mit einigen Wagen bin ich noch gar nicht gefahren, mit dem habe ich 2 zum Beispiel, mit dem 3, mit dem 7 und so weiter und so fort. Hier kann man sich verschiedene Autos raussuchen, die man gerne fahren möchte. Hier kann man sich die Lackierung aussuchen. Ich habe einige auch noch nicht freigeschaltet. Hier steht, wie viele Rettungen man damit schon gemacht hat. Zum Beispiel. Hier kann man die Farbe sich auswählen, also die Farbtöne und alles. Und welche Art von, ob Hochglanz oder Matt oder Metallic. Metallic finde ich auch nicht schlecht. Oh, ist schon schick. So, nehme ich das doch direkt mal hier. So, können wir gleich mal hier einrichten. So, Metallic direkt. Ist auch nicht schlecht, finde ich. So, gehen wir mal weiter. Gerade eben haben wir gesehen, wir haben auch gerade neue Reifen freigeschaltet. Das sind die hier. Mit dem Totenkopf. Wenn er dich anguckt, Alter. Na ja, komm, verwenden wir einfach mal. Obwohl, naja. Ich nehme die mal. So. Da sieht man, wie viel Kilometer man damit schon gefahren ist. Finde ich auch nicht schlecht. Hier sieht man den Boost genau. Den wollte ich auch noch ändern. Welche nehmen wir denn mal? Das ist auch nicht schlecht. Wir nehmen mal Blumen als Rote. Wir nehmen mal Heilig. Flammenwerfer ist auch nicht schlecht. Obwohl, nehmen wir nochmal Flammenwerfer. Komm. So. Dann gibt es hier noch, oder? Gibt es auch noch? Genau, Boostdauer. Wie viel Sekunden man insgesamt schon den Booster verwendet hat. Hier zum Beispiel schon insgesamt 6,5 Minuten. Hier schon 2 Minuten. So. Hier gibt es dann die Kopfbedeckung.
also genau den Dachaufsatz. Hier habe ich jetzt zum Beispiel den Heiligenschein, den finde ich nicht schlecht. Hier gibt es auch den Hexenhut, Warnlicht, Taxischild, sogar den Pizza-Hut hier. Hier gibt es ganz verschiedene Sachen. Hier habe ich auch lange noch nicht alles freigeschaltet. So, ich behalte mir den Heiligenschein. Und hier kann man noch die Fahne auswählen. Also das hier, die Fahne. Ich habe natürlich die Deutschlandflagge. Hier gibt es tausende Länder. Ich denke mal, ja, alle Länder aus der ganzen Welt oder zumindest, ja, sehr viele Länder. Ich habe auf jeden Fall Deutschland ausgewählt. Kann man aber noch andere Arten freischalten. Hier gibt es auch einen Stern und eine Piratenflagge. Ach, Communities. Okay. Hier kann man noch das hier noch. YouTube Gaming, das ist auch nicht schlecht. Ah, okay, Twitch. Das ist doch mal nice. Ich glaube, ich nehme mal die YouTube Gaming Flagge. So. Habe ich doch gar nicht gesehen. What the fuck? Okay. So. Hier gibt es dann, wie viel man damit schon, wie lange man die und die Flagge schon benutzt hat, wie viele Sekunden und Minuten. Wollte ich euch einfach nochmal zeigen, für die erste Folge nicht gesehen haben. So als Information. So, dann ist die Folge jetzt auch ein bisschen länger geworden. Das ist auch nicht schlecht. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen und ja, bis zur nächsten Folge. Haut rein.